herzlich willkommen bei der Stadtbücherei Delmhorst. Mein Name ist Ulrike Schönherr und ich habe heute einige Internet-Tipps parat. Heute gibt's Tipps für Kleine und Große, die gern Geschichten hören. Schaut mal, das erste Angebot, das ich euch vorstellen möchte, ist eine Gemeinschaftsaktion des NDR und des SWR. Und sie haben ganz viele tolle deutsche Kinderbuchautorinnen und Autoren gebeten, eine Kamera in ihr Wohnzimmer zu stellen und ein Mikrofon. Und dann lesen diese Leute im Rahmen der Aktion live gelesen mit ihre Kinderbücher für euch vor. Unter anderem sind dabei Kirsten Bowie und die Kinder vom Möwenweg, Cornelia Funke und das Piratenschwein, Ralf Kaspers liest aus seinen Glühwürmchenbüchern und Margit Auer aus der Schule der magischen Tiere. Aber das sind nur vier von ganz, ganz vielen. Ihr könnt sie finden, wie gesagt, beim NDR oder SWR, bei Live gelesen mit. Und hier sind sie alle aufgelistet. Ganz, ganz viele tolle Geschichten warten auf euch. Und ich würde euch vorschlagen, macht's euch gemütlich, spitzt die Ohren und viel Spaß bei Live gelesen mit. Das nächste Angebot, das ich gern vorstellen möchte, ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung und heißt Einfach Vorlesen. Bei Einfach Vorlesen gibt es tolle Geschichten und Bilderbuchgeschichten für euch und es ist unterteilt für Kinder ab 3, 5 und 7 Jahren. Und wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal den Eddie Fox angucken, ich da drauf klicke, dann seht ihr, es ist der Text zu sehen und immer ein paar Bilder dazwischen. Das heißt, diejenigen von euch, die schon selber lesen können, können sich also den Text durchlesen und auch die Bilder entdecken. Für diejenigen von euch, die noch ein bisschen kleiner sind, gibt es auch Geschichten für Kinder ab einem Jahr. Und da gehen wir mal drauf. Hier sind wir jetzt auf der Seite von Lesestart. Kennt ihr vielleicht diese Lesestart-Taschen? Und auch hier findet ihr tolle Geschichten. Das sind dann Bilderbücher. Und wenn ihr auf Jetzt vorlesen klickt, dann öffnet sich jeweils das entsprechende Buch. Wir gehen nochmal zurück, denn auch für die Eltern ist etwas dabei. Die Stiftung Lesen hat einige Vorlesetipps für Eltern gesammelt. Da sind sie. Und als erstes öffnet sich ein kleines Video und darunter sind alle Tipps nochmal versammelt. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Entdecken der Seite Einfach Vorlesen. Und ihr könnt es auch super als App nutzen. Viel Spaß damit! Das dritte Angebot, was ich euch gern zeigen möchte, ist der Podcast der Buchstabenbande. Seht ihr hier. Die Buchstabenbande findet ihr bei Lübbe Audio, also sucht mal danach, Podcast der Buchstabenbande. Und dort gibt es Kinder- und Bilderbücher zum Anhören, so wie auch bei unseren Hörbüchern. Noch dazu erzählen Autorinnen und Autoren und auch Illustratoren und Illustratorinnen, also diejenigen, die die Bilder malen in den Bilderbüchern, Spannendes aus ihrem Arbeitsalltag. Ihr könnt tolle Geschichten entdecken, könnt sie hören und wenn ihr Lust habt, auch noch Bastelanleitungen oder kleine Comiczeichen-Workshops zu entdecken, dann könnt ihr auf dem YouTube-Kanal der Buchstabenbande gucken und dort findet ihr viele weitere spannende Sachen. Also, bei der Buchstabenbande gibt's was auf die Ohren und wir wünschen euch viel Spaß mit diesen drei Tipps aus der Stadtbücherei. Bis bald!